Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dauntless. Heute, meine Freunde, geht es wieder zum Wochenende hin auf eine neue Mission. Heute möchte ich mit euch zusammen die Heroisch Plus Version machen. Das heißt, wir bekämpfen Monster im höchsten Schwierigkeitsgrad und wie immer einige, die uns dabei unterstützen werden und uns helfen werden. Wundert euch nicht, ab und zu wird mal die FPS kurz einkrachen, die fängt sich aber nach einer Weile wieder. Das ist bei dem Game extrem schwierig einzuordnen. Aber bei dieser Aufnahme geht's eigentlich noch. Wenn es allzu schlimm wird, versuche ich das noch ein bisschen mit rauszukatten. Ich schaue mir das gleich nochmal mit an hier in der Aufnahme. So, es wurde schon unser Monster gefunden. Da ist er schon. Weil ich will ja jetzt noch meine Scorn-Waffen noch weiter plussen. Und dazu müssen wir ein paar von den netten Juwelen hier sammeln. Eieiei. In der heroischen Version haben wir nur eine Wiederbelebungsspritze. Heißt, wir sollten eher warten, bis uns jemand wiederbelebt und im allergrößten Notfall uns dann doch mindestens das eine Mal selbst wiederbeleben. So, hauen wir mal ordentlich drauf mit Schmackes. Vorsicht ist natürlich geboten, auch bei dem Feuervieh, dass wir immer wieder mit Feuerschutz arbeiten. Achtung. Kommt gleich nach vorne geschossen. So. Geht gleich mal durch. Achtung. Oh, nein. Hat nicht geklappt, aber ich habe zum Glück mein Schild mit dran. Einmal wieder hinten auf das Hinterteil kloppen. Ah, wo ist er? Da, 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 komm. Bisher läuft es eigentlich ganz gut. Kaum Schaden gekriegt. Bei unserem Heroisch Plus Monster. Wie gesagt, immer Vorsicht dabei beachten. Hoppala. Nochmal ordentlich mit Schmackes draufhauen. Ja! Erstes Teil abgekriegt. Müssen wir mal jetzt aufpassen. Vielleicht wird er wieder zuschlagen, ja? Achtung, rastet aus. Es geht, geht. Gleich wieder Schutz holen. Feuerschutz. Ganz wichtig bei diesem Monster. Und halt vor diesen explodierenden Viechern aufpassen. Da ist schon der erste gestorben. Wir sind schon da, um zu helfen. Wie kämpfst du weiter drauf? Sehr gut. So, kann weitergehen. Ja, hat sich ganz schnell gedreht. Vorsicht! Nein, da wurde man doch wieder getroffen. Aber das holen wir wieder rein mit unserer Laterne, die wir da haben. Muss halt bloß noch ein bisschen aufgeladen werden. Gleich nochmal Feuerschutz holen. Irgendjemand hier stürmen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, hier, hier. Nee. Ach, da in der Lava drin, ne? War schon jemand so fleißig und hat ihn wiederbelebt. Nehmt ihr erstmal was. Wir gucken mal derweile, ob wir jetzt schon mal den nächsten finden werden. Da ist er auch schon. Sehr schön. Und runter geht's. Zur nächsten Runde, zur zweiten Runde. Na?
Wurde mal wieder getroffen. Monster Max ist schon gestorben. Ich brenne! Ich brenne! Erstmal rollen. Na komm, und jetzt. So, es geht wieder los. Der Rage von unserem Feuermonster. Ach, da ist doch schon wieder jemand gestorben. Na, kümmert sich dann jemand drum. Ah, nochmal hier holen. Weiter geht's. Ja, wir brauchen zum Glück noch keinen Feuerschutz. Hält noch ein bisschen. Unser Leben wieder voll. Sehr gut. Schild kriegen wir auch wieder voll. Komm, jetzt müssen wir nur ordentlich draufhauen. Der hat schon Sterne. Kriegen wir ihn umgehauen. Kommt, dann nochmal schwere Schläge. Jawohl, wunderbar, wunderbar. Kloppen wir nochmal mit Trich drauf. Ah, da kommen schon die Heilkugeln. Noch mehr Heilkugeln. Und, oh, toll. Zum Schluss, wenn er umfällt, auf uns fällt, kommt die Heilkugeln. Auch nicht schlecht. Firebrand Charak haben wir erledigt. Verstrichene Zeit 6 Minuten 35. Eigentlich eine gute Zeit. Und da haben wir unsere unvergleichlichen Arksteine. Die brauchen wir, um unsere Waffe noch um 1 zu erhöhen. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das schon ausreicht, die 10 Stück, oder ob wir da vielleicht noch mehr brauchen. Wenn ihr so eine Patrouillenkiste habt, könnt ihr da noch mehr kriegen. Aber ich glaube, ja, ihr seht es schon bei mir. Ich habe nur eine. Ich habe keine, gar keine. Deswegen kommen da nicht nochmal 10 zusätzliche raus. Machen wir nochmal eine weitere heroische Patrouille. Aber ich guck mal, wie viel wir jetzt quasi noch brauchen. Herstellen. So. Ihr seht, wir müssen das so nach und nach plussen, um unser Meisterlevel darin zu erhöhen. 25 von 30. Das heißt, wir brauchen noch 5. Da ist schon mal gut, dass wir schon so eine weitere Jagd schon mal angemeldet haben. So eine richtig große Heroisch-Plus-Jagd. Weil da bekommt ihr dann nur diese unvergleichlichen Arksteine heraus. Plus 13 wäre dann unsere Waffe. Eigentlich kein schlechtes Plus. Aber ihr müsst halt immer beachten, wir müssen vorher diese Jagden abgeschlossen haben, um da weiter plussen zu können. Ich werde auch demnächst noch ein paar andere Jagden mit starten. Weil ich will ja alle Waffen erstmal so hochplussen. Und wir brauchen dann ja für jedes einzelne Waffentyp, für jedes einzelne Element, brauchen wir ja dann nochmal ein gewisses Plusgrad plus Erfahrung im Kampf damit. Das heißt, wir werden auch öfter mal in den normalen Patrouillen nochmal mit umherschwören. Auch den kleineren da so ein bisschen mit helfen und unterstützen. So, jetzt natürlich geht's zur weiteren Patrouille. Rezakiri! Eins der starken Lichtmonster. Ich muss sagen, ich habe beim Schattenmonster deutlich mehr Respekt als bei Rezakiri. Rezakiri, sagen wir es mal so, es geht. Wenn die FPS-Zahlen nicht einbrechen und es wieder anfängt zu laggen, ich weiß nicht, ob das auch am Server liegen könnte, das kann natürlich auch sein, geht's eigentlich. Wenn man gut ausweichen kann. Sollte man bei den Lichtkugeln, die da auf einen zufliegen, ihr werdet es schon sehen. Mich werden die locker definitiv wahrscheinlich treffen. Machen die enorm Damage. Und Rezakiri ist dafür bekannt, dass er das sehr, sehr gerne macht. Sehr, sehr gerne mal solche Lichtkugeln abwirft. Man könnte jetzt quasi auch, wie ihr an der Seite es schon mal seht, während hier, wir müssen warten, bis immer alle zugestimmt haben, könnt ihr auch sehen, wenn ihr bei diesem Monster Lichtrüstung tragen würdet, würde das auch deutlich besser gehen. Aber das ist alles wieder eine Frage des Plussens und alle eine Frage dieser Statuswerte, die dabei sind. Weil ich habe ja auf meiner Rüstung, ich habe ja jetzt so eine Mischrüstung, wie ihr sicherlich erkennen könnt. Die Stamm-Dauntless-Spieler werden es sowieso wissen. Ist zum Teil eine Rüstung aus Lava
und eine Rüstung aus, ich glaube, Elektro. Elektro war es noch mit drin, ne? Aber auch nur, weil da die passenden Teile mit reinpassen, die ich für mich quasi brauche. Also jede Rüstung hat andere, sag ich mal, Slots, die du verwenden kannst. Ne, andere Nebenteile. Das kann ich euch aber auch nochmal später zeigen. So, es geht los. Retsakiri. Alles entscheidender Kampf. Wie gesagt, das kann es durchaus sein, dass es hier mal kurz ruckeln wird. Nur, dass ihr schon mal gewarnt seid. Es geht los. Mit den vier Leuten. Ich hoffe natürlich, dass, weil die anderen zwei nicht gleich angenommen habt, dass die wenigsten anwesend sind. Gucken wir mal kurz. Ja, folgen alle. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir da hingeraten werden. Hier bricht es mal kurz ein. Es fängt sich aber gleich wieder, seht ihr? So, hier kommen wir nicht hin. Müssen wir hier lang? Moment mal. Ah, da hoch müssen wir. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Gibt es hier so ein Teil? Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Fatan hat es gefunden. Ach, da drüben. Zelte ist auch schon da. Jetzt müssen wir ganz schnell dahin geraten. Ach Mensch, das bringt uns wieder zurück. Sogar noch weiter runter. Nee, das ist blöd. Ich will jetzt nicht extra da hochlaufen. Wir laufen jetzt ganz schnell durch den Berg. Haltet durch, Freunde! Wir sind gleich da. Ah, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Die sind wahrscheinlich einen anderen Weg. Da hinten wahrscheinlich irgendwo abgebogen. Und ihr hört's. Entweder sind es die Feuerwerke. Das war jetzt ein Feuerwerk. Die rufen nach Hilfe. Sie brauchen unsere Hilfe. Und wir müssen natürlich erstmal diesen Umweg laufen. Der andere, Xantei wahrscheinlich auch. Sind gleich da. Sie rufen nach uns. Xantei ist auch noch nicht angekommen. Hat dementsprechend wahrscheinlich auch noch keinen Schaden erlitten. Ihr seht es auch von der Entfernung her. Ich glaube, der kommt von der anderen Seite. Da sind die zwei. Wir sind gleich da. Xantei kommt von hinten. Ich von der Seite. Achtung. Sehr gute Arbeit geleistet. Liegt zumindest schon mal. Ah, direkt schon mal Schaden erlitten. Zack. Ja, wenn der so liegt, kann der öfter mal ausschlagen. Muss man aufpassen. Genauso wie das hinschmeißen. Das macht er auch gerne. Oder mit seinem längeren Schwanz uns alle treffen. Schon direkt wiederbelebt worden. Zeit können wir nutzen. Er hat es kurz erschöpft. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß jetzt nicht, was er macht. Achtung, jetzt! Ah, Mist. Den Zeitpunkt verpasst. Das meinte ich, ist, wenn er jetzt so zuhaut. Achtung, jetzt wieder das hinhauen. Und jetzt sind wir in einer Kapsel drinne, aus der wir uns rausporten können, quasi mit unserer Laterne, was das Positive an der ganzen Sache ist. Wir haben schon mal unsere Kollegen hier befreit, den Xantei. Diese Kugeln, die schützen im Übrigen, diese Gefängnisse schützen nicht vor den Lichtkugeln. Das sei mal mit dahingestellt. Aber ihr seht, ab und zu bricht es mal hier ein. Also wie gesagt, ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung, aber das lässt sich nicht vermeiden. Fanti umgefallen. Ah, hat die Spritze selber genutzt. Na, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Achtung, neue Kugeln, neue Kugeln. Wunderbar, mit der Axt hat Zelda schön umgehauen. Ja, wird gleich wieder zugehauen.
Na, bei dem Vieh bricht es öfter mal ein. So. Achtung. Wieder die Lichtkugeln. Gut ausgewichen. Ja, der wird gleich wieder zuhauen. Achtung. Jetzt die langen Lichtstreifen. Und wenn die wieder zurückkommen, muss man darauf achten, dann haut er sich direkt auf den Boden. Also vorsichtig, wenn ihr gegen das Monster kämpft. Der macht das sehr, sehr gerne. Auch wenn der seine Rage-Momente kriegt. Also ich muss sagen, ich hatte damals übelsten Respekt zum ersten Mal. Da hatte ich noch als Fernkämpfer gegen das Monstrum gekämpft. Das war sau schwierig. Daran zu denken, immer rechtzeitig auszuweichen. Du hast ja auch diese Lichtstreifen, die damit dran sind. So, Xantei von der Seite. Fatan hat es so ein bisschen schwierig. Leben her ist schon extrem gesunken. So, versteckt mal hinter dem Baum schnell. Auch eine gute Variante. Treffen euch die Lichtteile nicht. Wenn ihr Bäume in der Nähe habt, schnell dahinter verstecken, wenn das passiert. Weil ihr seht, wie viele Lichtkugeln das eigentlich sind. Ist nicht immer einfach, da gleich auszuweichen. Achtung, er haut gleich wieder zu. Ah, nein. Jetzt kommen wieder die Lichtpunkte. Und, ah, getroffen. Und ich sage, die machen schon enorm Damage. Jawohl, schmeißt er sich wieder hin. Achtung, kommt gleich wieder. Lichtstreifen. Lichter und. Sehr schön, hat geklappt, hat geklappt. Au. Ja, jetzt wurde ich getroffen. Fatan hat es gleich komplett umgehauen. Wird aber schon von beiden wieder belebt. Ah ne, Zelda ist drüben von der anderen Seite. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Okay, jetzt haut er ab. Kurzes Blenden. Schade. So, jetzt müssen wir wieder suchen. Dann beginnt die zweite Runde. Also es war schon spektakulär. Die erste hat mir schon sehr gut gefallen. Aber ich sage, wenn wir mal irgendwann wieder auf dieses schattenheroische Vieh treffen werden, was definitiv passieren wird, da drüben ist er im Übrigen schon. Aber der, da werdet ihr schon sehen, der ist nicht ohne. Also der hüllt euch in Schatten ein, ihr seht gar nichts mehr. Gar nicht zu vergleichen mit dem Fledermausvieh. Wieder Lichtstreifen, die hier runterkommen. Jetzt müssen wir ordentlich draufhauen, damit wir... Ja genau, damit wir ihn umhauen können. Sehr schön, sehr schön. Wenn ihr mal die Gotteshand später mal haben wollt oder hier diese Waffenkarte dazu gedroppt habt, braucht ihr Zatakiri, um die bestimmten Gegenstände für die Gotteshandwaffe mitzubekommen. Die braucht ihr garantiert. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ist ein Lichtspeer mit genau diesen Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen gehen im Übrigen nicht durch das Gefängnis, nur diese Lichtkugeln. Auch wieder perfekt gemacht. Eigentlich total unfair. Kommen wieder die Lichtstreifen, ich laufe genau rein, perfekt. Müssen wir uns beeilen. Achtung, Achtung, Achtung. Ah, gleich wieder verpasst. Direkt draufgeschmissen. Da kam wieder der längere Schwanz und hat getroffen, alle. Können wir jemanden befreien? Ja, hier. Fatan ist mit eingesperrt. Sehr gut. Ah, da kommen die Punkte schnell weg. Fatan hat es direkt wieder umgehauen. Müssen wir uns beeilen. Wo ist er? Wo ist er? Da in der Mitte. So, Achtung, die kommen wieder. Zur Seite. Diesmal haben sie es alle überlebt. Ah, Gott. Geht weiter, geht weiter, geht weiter. Xantei hat es umgehauen.
Ich renn schnell zu ihm. Oder? Nee, er macht schon. Zelt, ihr rennt schon. Jetzt müssen wir ordentlich drauf fahren, damit wir den letzten Patan schon wieder umgehauen. Oh mein Gott, der Arme. Aber der wird schon wieder belebt. 47% Gefahrlevel geht eigentlich noch für Heroisch Plus. Fatan direkt wieder umgehauen. Komm. Der hat's aber auch momentan auf den abgesehen. Versucht sich hier gerade noch am Heilbecken sich Lebenspunkte zu holen. Da kommen aber direkt schon wieder die Lichtkugeln. Ah! Jawohl, jawohl. So. Direkt hat sich Satakiri schon wieder auf mich geklatscht. Na toll. Ich glaube, langsam muss ich meinen letzten Heiltrank benutzen, wenn das so weitergeht. So, die anderen mit drauf. Fatan wieder umgehauen. Der ist gleich mit hier. Aber Xante ist schon da. Da ist sogar ein Gegenstand, den ich mit aufheben könnte, wenn ich hier nicht gefangen wäre. So, ich will eigentlich zu Fatan gehen, um ihn wieder zu beleben. Sehr schön. Achtung, 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 die Lichtkugeln. Sehr gut. Nein. Fatan und Zelte umgehauen. Xante kümmert sich schon. Nein, Xante ist auch tot. Kommt, Leute, nicht im Stich lassen. Ah, oh, nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Wunderbar. Lichtkugeln, Lichtkugeln. Ah, jetzt hat es mich direkt umgehauen. Wir werden doch wohl nicht scheitern an Xatiri. Der Name ist aber auch schwierig. Komm, jetzt müssen wir nochmal alles geben. Alle leben sie. Selbst ich muss jetzt meine letzte Spritze opfern. Fatan und Xante umgehauen. Jetzt muss man wirklich... Ich erstmal zwei von den Heiltängern mit aufgerufen. Xante hatte doch noch eine Spritze. Mega. So, meine letzten Heildinger jetzt so mit aufgestellt. Wunderbar, wunderbar. Jetzt nochmal drauf, Leute, kommt. Sehr schön. Sogar ein Kopfgeld, sperrbeliebt, haben wir fertig abgeschlossen. Und da würde ich sagen, das hat super geklappt. Müssen wir mal kurz gucken. Jawohl. Rang E, Team Rang E, genau. Den Kopfgeldmarker haben wir sogar gekriegt und zugleich noch eine Kopfgeldmission abgeschlossen. Eigentlich wunderbar. Nur einmal gestorben, zum Glück. Und dafür dann auch halt die letzte Spritze genutzt. Aber es war auch für die Wiederbelebung, ne? Es war für einen guten Zweck, bin ich gestorben. So ist es nicht. So, und jetzt können wir eigentlich quasi unsere Waffe wiederbeleben. Waffe wiederbeleben, Waffe erhöhen. Und zwar wollte ich ja meine Skarnwaffen in dieser Folge noch auf plus 13 erhöhen. I am pleased to see you. So, guck mal kurz. Ja, herstellen. Ich hoffe, es geht. Da sind sie, perfekt. Zack. Um es weiter zu erhöhen, benötigen wir Stürmermeisterschaft Level 17. Das heißt... Wir müssen jetzt in den nächsten Folgen anfangen, die weiteren Waffen erstmal mindestens auf plus 6 zu kriegen. Die nächste Stufe wäre dann ab plus 10. Das alles fließt in die Meisterschaft mit ein. Wir können ja jetzt, weil wir jetzt auch schon mehrere von den normalen Missionen gemacht haben, können wir jetzt schon mal die Rezakiri-Waffe erhöhen. Dafür brauchen wir bloß die stumpfen Arksteine. Das ist genauso wie mit der Schaffenwaffe vom Riftstalker. Aber momentan bleibt es aus. Ihr seht, hier brauchen wir zum Beispiel schon ein paar Terra-Waffen mit, also ein paar Terra-Kugeln. Da werden wir eine Terra-Patrouille machen müssen. Hier die Elektro-Patrouille. Die werde ich euch in den nächsten Folgen mit zeigen. Ich glaube, als nächstes machen wir mal Elektro. Da kann ich auch schon mal ein bisschen Erfahrung für die Feuerwaffen sammeln. Die würde ich damit dran nehmen wollen. Oder vielleicht auch Skarnwaffen, die anderen. Ja, ich würde sagen, das war eine super Mission. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Paddy und ciao.